Erdogan hat gesagt, ich zitiere, die Gesetzgebung gehört allein dem Volk. Ist das nicht klarer Kufr, Schirk? Reicht das nicht, um Takfir zu machen? Nein. Das ist weder klarer Kufr noch klarer Schirk. Gar nicht. Ja. Passt auf. Hat Erdogan gemeint hier, wenn das Volk sagt, Zina ist halal, dann ist Zina halal? Hat er gemeint? Hat Erdogan hier gemeint, wenn das Volk sagt, wir sagen, die Hälfte des Korans ist weg, dann sagen wir, Koran ist weg? Hat er das gemeint? Oder hat Erdogan was anderes gemeint damit? Der hat gesagt, zum Beispiel, wenn das Volk wählt, zum Beispiel, wir jetzt sind das Volk, okay? Wir sind jetzt das Volk. Und der Bruder ist unser Präsident. Schan kafurul Abu Abdallah. Abu Abdallah ist der Präsident. Und Abu Abdallah sagt jetzt, mein Volk, wir. Okay? Ich bin der Mufti. Mein Volk, wir wollen eine Tür hier öffnen. Was denkt ihr, mein Volk? Dort soll die Tür sein oder hier soll die Tür sein? Diese Regelung gehört meinem Volk. Wir wollen ein Gesetz machen, ob die Tür dort ist oder da. Und das Volk entscheidet. Ist das Kufr? Wer sagt, dass es Kufr ist? Deshalb, barakallahu fikum, diese Leute, die verstehen nicht, was die Gelehrten gemeint haben mit der Gesetzgebung. Die meinen etwas, was in der Religion verankert ist und du kommst und du änderst das, was wir in der Religion haben. Und dieser Al-Yasiq damals, was barakallahu fikum Genghis Khan gemacht hat, das war das. Genghis Khan hat etwas von Christentum genommen, etwas von Judentum genommen, etwas von Islam genommen und er hat ein Buch gemacht und er hat gesagt, das ist mein Gesetzbuch und das ist besser als Koran, besser als Bibel, besser als alles. Und deshalb haben die Gelehrten ihn vom Islam ausgeschlossen. Aber jetzt, wenn jemand sagt, okay, in bestimmten Themen der Dunya, Dunya-Themen, kann das Volk entscheiden, wo ist das Problem? Zum Beispiel, wir sagen, wir haben eine Straße und Überholung ist auf der rechten Seite oder auf der linken Seite. Dann sagen die Leute, okay, wir machen das auf links. Und die anderen sagen rechts. Und der Präsident sagt am Ende, okay, wir machen eine Wahl. Wir machen eine Umfrage unter dem Volk. Und mein Volk entscheidet. Was hat das jetzt mit der Religion zu ändern oder mit Islam zu verleugnen zu tun? Aber wenn man nicht verstehen will, Wallah, du kannst ihm, Wallah, du kannst ihm 1000 Beweise bringen, der wird das nicht verstehen wollen. Subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.